Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe es wieder getan. Ich hätte von meinen YouTube-Kollegen nicht die Videos gucken sollen. Ihr seht es, ihr seht es hier schon. Ich habe mir die Brandnussbox geholt. Die musste sein, die musste einfach sein. Ich habe die Videos gesehen und der Inhalt ist so toll. Ich musste die haben. Danke, liebe Irene. Also ich glaube, von Irene habe ich sie das erste Mal gesehen. Danke. Wieder Geld ausgegeben. Ja, aber für 17 Euro dann so viele Süßigkeiten, finde ich toll. Ich verlinke sie euch natürlich unten und die musste ich einfach haben, weil da so viele tolle Sachen drin sind. Ich versuche sie aufzumachen, ohne dass gleich alles rausfällt. Okay, man sieht eh nicht viel. So sieht das Ganze aus. Bin schon gespannt. Das ist meine erste Brandnussbox tatsächlich. Sonst hatte ich von Brandnuss bis jetzt keine. Hier haben wir auf jeden Fall einen Zettel. Die ultimative Smackbox präsentiert von Junkfood Guru. Hallo Nusi, ab und zu muss es auch mal etwas Süßes sein oder etwas Salziges. Bei der Arbeit, beim Spieleabend, vor dem Fernseher, beim Lesen oder mit Freunden und Familie. Wer gönnt sich nicht gerne mal einen versauten Snack? Okay. Und manchmal wird aus dem einen Snack auch ein Snack-Sident, bei dem man aus Versehen die ganze Packung geleert hat. Ja, das passiert mir ungefähr bei jedem Snack. Mit unserem neuen Snackbox bist du perfekt ausgestattet für jede erdenkliche Snacksituation. Starte deinen ultimativen Cheat Day. Ja, für meinen Cheat Day kann ich es auf jeden Fall brauchen. Doch mit einem zimtigen Frühstück in Churros-Form und einem fruchtigen, tropischen Wachmacher. Für den weiteren Tag erwarten dich schokoladige Klassiker in einem neuen Gewand. In Riegeln, Stücken und Pralinenform. Gegen den kleinen Hunger zwischendurch helfen Miniriegel mit Getreide und Nüssen. Und erfrischen kannst du dich mit einem leckeren, alkoholfreien Klassiker mit Zitrusnote. Lieber minzig oder fruchtig. Knackige Kaubonbons und erfrischend kühlende Dragees sorgen nach dem Essen für ein frisches Mundgefühl. Und wie lässt du einen Tag ausklingen, an dem du dir mal so richtig gönnst? Na, mit salzig-würzigem Knapperspaß und einer fruchtig-soften Schokoladeninnovation. Natürlich Junkfood Heaven. Im Newsletter halten wir dich weiterhin mit guten Nachrichten und leckeren Überraschungen auf dem Laufenden. Viel Spaß beim Genießen und Ausprobieren wünscht dir. Kann ich nicht lesen. Hier steht noch Freude schenken mit Brandnuss, Welle zwischen 3, 6 und 12 Monaten. Freude, damit du verschenken noch mehr Freude machst. Genau. Ach, und hier stehen schon die Produkte drin. Es gibt auf jeden Fall auch eine. Oh, es hätte eine Grillbox gegeben. Die hätte mich auch interessiert. Das coolste Abo des Jahres. Keine Box verpasst mit dem Coolbox-Abo. Neue Leckereien aus dem Kühlregal. Gekühlter Versand direkt zu dir nach Hause. 3 Boxen zum unschlagbaren Vorteilspreis. Und zwar nur 12,99 pro Box. Ach, und die kommt alle 3 Monate. Ich glaube, den muss ich auch bestellen. Och Mensch, Irene. Probier was Neues. Probierpreis für deine erste Box statt 13,99 10,99 dein Bestellcode. PPCB20. Muss ich auch ausprobieren. Finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Jetzt die Classic Box zu Probierpreis entdecken. Neue Lieblingsprodukte für die ganze Familie. Jeden Monat ein Gefühl von Weihnachten. Garantiert mindestens 18 Euro Warenwert. Ja, bei dem geht es mir meistens nicht um den Warenwert bei den Essensboxen. Oder Lust auf Genuss, jetzt die Genussbox zum Probierpreis entdecken. Probierpreis für deine erste Box statt 20,99 18,99. Ja, da würde ich lieber die nehmen. Das sind vor allem Marken, die mich eher ansprechen. Wenn ich jetzt da die Produkte angucke und da die Produkte angucke, da spricht mich tatsächlich auch die mir an. Manufaktur und Bioprodukte für Genießer. Kulinarische Entdeckungen aus aller Welt. Garantiert mindestens 26 Euro Warenwert. Und dann gucken wir, was Box drin ist. Und das erste, ich habe schon reingeguckt, ist, die wollte ich so unbedingt haben. Ich und mein Mann lieben Softcake. Und da war ein Softcake drin von Grison. Neu Orange Softcake Cookie. Fruchtig gefüllt und soft. So gut. Und da ist es einfach mal umgedreht. Unten haben wir Schokolade, oben ist Schokostreusel und in der Mitte die Orangenfüllung. Ich musste die haben. Ich musste die einfach haben. Wir gucken mal, was hier drin steht. Und zwar Grison Softcake Cookie. Orange. Softcake meets Choc Chip Cookie. Der Softcake Cookie vereint mit seiner soften Konsistenz, der fruchtigen Orangenfüllung und der zartschmelzenden Schokolade die beliebten Eigenschaften von Cookies und Softcake. Fruchtig gefüllt, soft, eine wahre Cookie-Innovation und kostet 1,29 €. Würde ich ausgeben. Würde ich eindeutig ausgeben. Ich liebe Softcake. Mega, das erste Produkt schon. Dann das zweite Produkt ist einmal ein Set, würde ich sagen. Favorites. Was ist? Rote Dor, sagt mir nichts. Auf jeden Fall ist das so ein Mix aus Daim-Pralinen sind hier drin, Oreo-Pralinen, ist jetzt nicht so meins, Mini-Toblerone sogar, Toffee-ganze Nuss, Milka Orange, Milka Oreo White, die würde mich tatsächlich schon
interessieren. Und einmal dieses Côte d'Or, was auch immer das ist. Also da sind 6 verschiedene Versionen drin. Oh, ich bekomme Hunger. Wieso muss ich die Boxen jetzt auf Nacht auspacken? Ich kann nicht um 1 in der Früh Schokolade essen. Das geht nicht. Also es geht schon, aber ich will es nicht. Eigentlich will ich es auch schon. Oh, ich werde wahrscheinlich so viel Schokolade noch essen, dass mir schlecht ist. Milka Favorites. Die neue Milka Favorites vereinen für das beste 5 Lieblingsmarken in einer Box. Einzeln verpackt und perfekt zum Teilen. Die Favorites sind perfekt für einen Abend mit Freunden oder Familie. Denn hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Finde ich auch mega. Wieso bestelle ich mir eigentlich so eine Box, wenn ich Diät halte? Ich mach mir das alles selber schwer. Dann haben wir, die wusste ich gar nicht mehr. Also von den beiden Sachen wusste ich doch tatsächlich noch was. Wegen den Softcake habe ich auch bestellt und wegen einem anderen Produkt. Aber den Rest weiß ich nicht mehr so. Und die wusste ich tatsächlich nicht mehr. Kinder Happy Hippo, 5 Riegel. Ich bekomme gleich einen Anfall. Oh, wie mega. Also die Snackbox, die muss ich mir das nächste Mal auch wiederholen. Ich weiß nicht, ob es die jeden Monat gibt, aber die muss mir auf jeden Fall wieder hier reinkommen. Und zwar Kinder Happy Hippo Haselnuss. Mir läuft echt das Wasser im Mund zusammen. Also wenn ihr das sehen könntet. Haselnuss-Fans, aufgepasst. Ab Mai ist die leckere Nascherei in Form des lustigen Happy Hippos aus knusprigen Waffeln mit Milch und Haselnusscreme dauerhaft verfügbar. Kinder Happy Hippo, das sind 5 einzeln verpackte Riegel mit einem von 5 unterschiedlichen Happy Hippos. Für Spaß und gute Laune sorgen. 1,69 würde ich jetzt auch ausgeben. Ich muss halt immer gucken, weil ich esse sowas natürlich nur am Cheat Day, beziehungsweise diese Woche habe ich Cheat-Woche, weil ich Geburtstag habe und sowieso nicht einhalten kann. Normalerweise mache ich das tatsächlich nur am Cheat Day, aber da muss ich aufpassen, dass mir mein Mann nicht alles weg ist, weil das macht er recht gerne. Und da bin ich sehr, sehr traurig. Dann haben wir als nächstes ein Getränk. Ein sehr kühles Getränk. Ja, okay, das bekommt mein Mann. Mag ich nicht. Tropical Burst Flavor. Rockstar Energy and Hemp. Ist nicht meins. Ich mag keinen Energy Drink mit Koffein, B-Vitamin und Guarana. Beziehungsweise vielleicht. Ich frage meinen Mann, der das trinken will. Und wenn nicht, werde ich es meinem Bruder zum Geburtstag schenken. Der hat nämlich nach mir kurz Geburtstag. Natürlich nicht nur das, aber mal gucken. Und zwar, echt teuer, 1,69 kostet der 500 ml. Launch April 2021. Interessant. Rockstar Energy Hemp Tropical Burst. Rockstar Energy plus Hemp Tropical Burst kombiniert den Geschmack von tropischen Früchten mit der Trendzutat Hanfsamenextrakt. Das ist ja jetzt mega im Trend. Der neue Wachmacher sorgt für einen intensiven Frischekick mit dem ausbalancierten Mix aus Koffein, Guarana und Taurin. Getoppt durch einen intensiven Hemdgeschmack. Schmeckt eiskalt am besten. Also, ich mag es nicht, aber ich werde es auf jeden Fall losbekommen. Also, mein Mann trinkt gerne Energy, mein Bruder, meine Schwester. Also, wird auf jeden Fall wegkommen, wenn es jetzt nichts für mich ist. Muss ja auch nicht immer für mich was sein. Meine Familie freut sich auch drüber, wenn sie mal was bekommen. Dann haben wir noch ein Getränk. Das ist was für mich. Erdinger alkoholfrei. Wieso? Ich höre mich an wie der größte Alkoholiker, aber nein. Aber ich verstehe den Sinn von alkoholfreien Medikamenten nicht. Medikamenten. Von alkoholfreien Getränken nicht. Weil ich trinke es ja, weil Alkohol drin ist. Also, ist meine Meinung. Erdinger Weißbräu, alkoholfreie Zitrone, Privatbrauerei seit 1886. Werde ich auf jeden Fall trotzdem trinken. Jetzt für den Sommer so ein Radler. Mega. Und zwar kostet es 99 Cent. Das ist echt viel für so eine Flasche. Erdinger alkoholfreie Zitrone. Kalt genießen. Ja, okay, das ist mir klar. Wenn leicht herbes alkoholfreies auf fruchtige Zitrone trifft, ist spritziger Genuss garantiert. Erdinger alkoholfreie Zitrone besteht aus natürlichen Zutaten, ist vitaminhaltig, B9, B12, C, isotonisch und punktet mit nur 25 Kalorien pro 100 ml. Schmeckt auch direkt aus der Flasche. Ja, werde ich dann vielleicht an eine Nicht-Cheat-Day trinken, wenn es relativ wenig Kalorien hat. Also eine Portion hat 82 Kalorien. Also das ist eine Portion 330 ml. Finde ich cool. Kommt auf jeden Fall gleich in den Kühlschrank und wird aufgehoben. So, dann war das die erste Etage tatsächlich, dann kommt die zweite. Fegen wir die erste Etage hier runter. Und ich habe schon wieder ein bisschen reingeguckt, das sieht mega lecker aus. Wir haben einmal die Schoketten Lotus Biscoff, die hatten wir tatsächlich auch schon in der Degusterbox drin, die waren echt gut. Deswegen bin ich auch natürlich froh, dass das wieder drin ist. Und zwar Schokettensorte des Jahres Lotus Biscoff. Die hat mal so eine Sorte des Jahres irgendwas mit Beeren und die war so lecker. Die hat, nach was hat die geschmeckt? Nach diesen, kennt ihr noch diese Frufos? Da gab es mal diese Süßigkeiten, diese Frufos, Schokoladen, Joghurt, Ufos. Die waren so gut und die haben genauso geschmeckt. Der perfekte Genuss. Die perfekte Genusskombination. Köstliche Edelvollmilchschokolade trifft auf knusprigen
auf knuspriges Karamellgebäck. Die Schoketten-Sorte des Jahres 2021, hergestellt mit den Original Lotus Biscoff Keksen und vergleichliche Schokoladen-Kekscreme-Stückchen für jede Gelegenheit. Natürlich wie immer praktisch portioniert. Schokettet. 1,09 Euro. Ja, ist normal. Schoketten. Finde ich auch toll. Schoketten gehen auch immer, finde ich. Schokolade sowieso bei mir. Ich liebe Schokolade. Dann haben wir, ich denke mal, Pringles. Ja, und zwar Pringles Tortilla El Nacho Cheese. A Fiesta of Corn Crunch. Die Tortillas kenne ich tatsächlich noch nicht. Und da hätte es, glaube ich, aber unterschiedliche gegeben, ja. Und zwar hätte es geben können Fury Chili und Paprika Mexicana. Ja, da hätte mich die Paprika schon ein Stückchen mehr interessiert. Kosten 2,59 Euro, ist auch normal für Pringles Chips. Eine wahre Pringles Fiesta. Die mexikanische Knusper-Spezialität aus goldgelbenem Mais mit dem extra Pringles Pop. Die knusprige Tortilla Chips kommen in drei verschiedenen Sorten daher. Paprika Mexicana, Fiery Chili und El Nacho Cheese. Also das ist tatsächlich die zweitliebste, was ich habe. Deswegen finde ich das jetzt auch nicht schlecht. Die Fiery hätte ich jetzt nicht haben wollen. Pringles geht auch immer. Das sind echt tolle Marken drin. Kinder, Rockstar, Soft Cookie, Milka, Pringles. Also, dass es mir noch besser wird. Dann haben wir, es fühlt sich an wie eine Mentos-Rolle. Ja, ist auf jeden Fall eine Mentos-Rolle. Ja, einmal Mentos Mint. Mit dem Minz habe ich es tatsächlich nicht so, muss ich ehrlich zugeben. Kaubonbons mit Minzgeschmack finde ich irgendwie ein bisschen verstörend. Mentos Mint in Frucht. Einzelrollen. Mentos ist das Synonym für leckere Kaubonbons. Seit ihrer Entstehung werden die schmackhaften Bonbons unverändert nach dem gleichen Rezept hergestellt. Die beliebten Kaubonbon-Rachis sind so unwiderstehlich knackig, da die weiche Masse im Inneren des Bonbons mit einer äußeren, harten Glasurschicht umhüllt wird. 65 Cent, ja. Mentos kennt, glaube ich, jeder. All-Time-Favorite auf jeden Fall. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr dazu sagen. Dann haben wir eine Plastikverpackung. Ach, schade, ich habe die Schoko wieder. Obwohl die gut waren, also auch wieder nicht schade. Aber ich hätte gerne die Peanut probiert und die wären, glaube ich, ja, Erdnussbutter hätte es auch gegeben. Ich bin froh, dass ich die Kirschmandel nicht habe, weil die mag ich nicht so. Die hatten wir in der Degusta-Box drin und die waren so lecker. Also die konnte ich euch echt empfehlen. Deswegen bin ich auch nicht so traurig, dass die drin sind. Aber ich hätte gerne die von die mit Erdnussbutter probiert. Aber da muss ich mir die halt mal so kaufen. Hafervoll-Minis. Hier wird nicht gebröselt oder gekrümelt, sondern mundgerecht gesnackt. Endlich gibt es die 100% natürlichen Flapjacks von Hafervoll auch im praktischen Mini-Format. Sie eignen sich perfekt zum Teilen und kommen in drei leckeren Geschmacksrichtungen daher. Kirschmandel, Erdnussbutter und Kakaohaselnuss. Kosten 2,49 Euro. Ja, ist schon viel für, wie viel hatten das drin? 80 Gramm. Aber Hafervoll ist allgemein nicht billig und die waren echt gut. Also die Erdnussbutter, die werde ich mir auf jeden Fall noch holen, weil ich einfach wissen will, wie die schmecken. Also wieder ein Megaprodukt. Dann etwas kleines Tic Tac. Ja, eindeutig Tic Tac. Und zwar zuckerfrei Tic Tac X-Fresh Strong Mint mit erfrischenden Kristallen. Die habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Das sind das jetzt die Kaugummi sind dann? Verdickungsmittelgummi? Keine Ahnung, das sind doch diese Kaugummis, oder? Haben sie ja jetzt mittlerweile auch. Gucken wir mal. Tic Tac X-Fresh. Die zuckerfreien Tic Tac X-Fresh etwas größer als die bisher bekannten Tic Tac Dachets und mit erfrischenden Kristallen im Inneren, die für ein kühlendes Mundgefühl sorgt. Die beiden Sorten Cherry Menthol und Strong Mint verleihen in der praktischen und wiederverschließbaren Packung frischen Atem, egal wo. Okay, nein, nicht Kaugummi, einfach mit erfrischenden Kristallen im Inneren. Habe ich noch nicht probiert, werde ich auf jeden Fall sehr gerne machen. Dann haben wir, noch eine Mentos-Wolle. Okay, das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr vorlesen. Einmal Mentos Fruit noch, da bin ich jetzt froh, dass ich nicht nur die Minz hatte, weil das ist eher so meins. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Dann haben wir Kinderriegel Duplo. Nur Kinderriegel und Duplo sind in dieser Verpackung. Ja, Kinderriegel. Und die habe ich tatsächlich auch schon probiert. Die hatten wir ja, ich glaube, in der Degusta-Box hatten wir die mal drin. Limited Edition Kinderriegel Dark and Mild. Und die waren echt gut. Also die waren echt wahnsinnig gut. Die kann ich euch auch empfehlen. Ich finde die normalen Kinderriegel einen Ticken besser tatsächlich, aber die waren auch wahnsinnig toll. Kosten 1,99 Euro. Das ist auch normal für Kinderriegel. Kinderriegel Dark and Mild. Hast du schon die neue Limited Edition von Kinderriegel probiert? Die feine Milchcreme gibt es jetzt auch umhüllt von köstlicher dunkler Schokolade. Kinderriegel Dark and Mild sorgt für leckere Abwechslung im Kinderriegel-Sortiment. Nur für kurze Zeit. Schon wieder was von Kinder, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Auch mega. Einfach mega. Dann, ich gucke jetzt rein, habe mir noch zwei Produkte. Tatsächlich auch einmal diese Tic Tac X-Fresh Cherry Menthol. Passend zu dem anderen. Ich finde es das cool, dass die da kein Auswahlprodukt, sondern einfach beide drin haben. Das finde ich echt cool. Und dann, wegen dem habe ich die Box auch bestellt. Ich wollte es so unbedingt haben und es wird auf jeden Fall hier bleiben, bis ich es aufmache, weil sonst ist es mein Mann weg. Ich liebe Zimt. Ich bin verrückt nach Zimt.
meins. Und zwar von Nestle sind die Minis Churros. Und ich liebe Churros, die kaufe ich mir immer im Volksfest, also bei uns am Volksfest. Probiert die, mega. Und die esse ich eben auch immer mit Zimt und Zucker. Nestle sind die Minis Churros. Sind die Minis Churros, das knusprige Frühstück in Churros-Form, punktet mit leichtem Zimtgeschmack und liefert gleichzeitig wertvolle Inhaltsstoffe. Die Cinemini Churros schmecken ganz klassisch in Milch, aber auch gedippt in Kakao. Joghurt oder pur? Eat it your way. Auch eine tolle Idee. Aber ich werde es wahrscheinlich so essen. Ich würde jetzt da gern eins probieren. Puh, die Diät wird die nächste Zeit auf jeden Fall schwierig. Okay, wir gehen nochmal durch. Mega. Habe ich noch nicht probiert, werde ich aber sehr gerne probieren. Mega. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Mega. Müsste ich einen Mega-Counter einführen. Mega. Ist zwar nicht meins, werde ich aber auf jeden Fall losbekommen. Mentos gehen einfach immer mega. So, jetzt muss ich für gefühlt 5 Minuten leider eine neue Speicherkarte reintun. Ich weiß leider nicht mehr, wo wir waren. Ich habe auf jeden Fall gesagt, mega. Und das letzte Produkt, mega, mega. Ja, ich sage das Wort jetzt nicht nochmal. Ihr wisst, was ich von der Box halte, denke ich mal. Das ist das Wort, das ich jetzt ungefähr 10.000 Mal gesagt habe. Die ist so toll, die Box. So toll. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob es die monatlich gibt, aber wenn, dann werde ich die mir echt bestellen. Dann bin ich echt am Überlegen, ob ich vielleicht die vernaschte Weltbox kündige und lieber die hole. Weil da ist jetzt tatsächlich nichts drin, was ich nicht brauchen kann. Und vernaschte Welt, es ist zwar interessant, so Süßigkeiten aus anderen Ländern zu bekommen, aber da ist bei mir halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich die Sachen nicht mag. Also es ist echt eine Überlegung wert, vor allem weil das auch billiger ist. Also für die vernaschte Weltbox zahlt man mittlerweile 24,95, ich noch 19,95, weil ich noch das alte Abo habe, deswegen tue ich mich ja auch so ein bisschen schwer, das zu kündigen, weil das sind doch 5 Euro Unterschied. Aber die für 17,90 wäre echt toll. Muss ich tatsächlich gucken, dass ich mal die Brand News Box bestelle. Oder wie gesagt, ich passiere ab und zu die vernaschte Weltbox und hole mir dafür ab und zu mal diese. Dann habe ich einen schönen Wechsel drin. Tolle Box, toll zusammengestellt. Tolle Marken, vor allem so viele tolle Marken auf einmal. Also ich bin begeistert. Brand News, es ist eine tolle, tolle, tolle Box. Echt preiswert. Ich kann sie euch nur empfehlen, falls ihr die noch bekommt. Holt sie euch. Also das war mir das Geld auf jeden Fall wert. Ja, ich höre jetzt auf zu schwärmen, weil ich sowieso immer das Gleiche sage dann. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen da oben da lassen. Sagt mir auf jeden Fall, was euer Favoritenprodukt da drin war, wenn ihr das sagen könnt. Ich könnte es tatsächlich nicht, was mein Liebstes ist, weil so viele tolle drin sind. Und ihr könnt mich natürlich auch kostenlos abonnieren auf dem Abonnieren-Button, der wo jetzt dann hier unten, bin mir fast sicher, hier unten. Genau, und schaut natürlich oben bei den Gewinnspielen vorbei, würde mich sehr freuen und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!